Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir seid hier in meiner Küche. Es geht nämlich heute auf zum nächsten Essen. Ich mache heute für euch was richtig Leckeres Vegetarisches. Und das wird ein gefüllter Frühlingszwiebelpfannkuchen mit Pilzragout. Und jetzt will ich auch gar nicht lange reden. Auf geht's zu den Zutaten. Und hier könnt ihr im Grunde schon wieder alles sehen. Ist heute gar nicht viel. Ein bisschen Creme fraiche, die Frühlingszwiebeln, Eier, Zwiebeln und Knoblauch, Pilze, Mehl und Milch. Ich fange an mit den Frühlingszwiebeln. Die schneide ich hier erstmal in kleine Ringe. Und dann würden ungefähr 2/3 davon nochmal richtig klein gehackt. Die habe ich jetzt beiseite getan und der Rest wird klein gehäckselt. Und so sollte das dann aussehen. Die Eier dazu, Mehl dazu und das wird natürlich wie immer reingesiebt. Die Milch dazu und dann ordentlich verrühren. Noch Salz dazu. Pfeffer und wieder umrühren. Verrühren und fertig. In die Pfanne Öl rein und dann geht's auch schon los mit dem ersten Pfannkuchen. Drehen. Und so sieht er dann aus. Und dann geht's schon weiter mit dem nächsten. Die Pfannkuchen sind jetzt soweit fertig, die stelle ich erstmal beiseite zum Abkühlen. Jetzt geht's weiter mit dem Pilzragout, dazu schneide ich die Zwiebeln in Streifen. Weiter geht's hier mit den Pilzen, kurz abputzen und auch in Streifen schneiden. Die Pilze sind jetzt fertig und werden mit etwas Öl angebraten. Während die Pilze jetzt brutzeln, hacke ich hier den Knoblauch klein. Die Pilze sind jetzt soweit angedünstet, kommen erstmal an die Seite und jetzt geht es hier weiter mit dem Andünsten der Zwiebeln und des Knoblauchs. Knoblauch, ein klein wenig Öl und schön andünsten. Jetzt wieder die Pilze mit dem schönen Pilzwasser dazu und das Ganze dann 5 Minuten ungefähr einköcheln lassen. Das Creme fraiche dazu. Alles schön verrühren. Salz und Pfeffer dazu. Alles ordentlich verrühren und dann nochmal für ca. 5-6 Minuten köcheln lassen. Falls das noch zu flüssig ist, lasst ihr das einfach noch ein bisschen einkochen. Die Pilze sind jetzt soweit fertig, schön eingekocht und jetzt werden letztendlich die Pfannkuchen gefüllt. Und wie ihr den Pfannkuchen dann schlussendlich zusammenfaltet, ist es euch überlassen. Ich mache das so ein bisschen wie so ein Burrito. Das fertige Pilzragout kommt jetzt hier direkt auf den Pfannkuchen. Frühlingszwiebeln drüber. Jetzt rechts und links falten, von oben, unten zuklappen und dann ist das Päckchen fertig. Das Päckchen ist jetzt soweit fertig und kann gegessen werden. Schaut euch das an, das sieht doch lecker aus. Und jetzt guckt euch das an. Wie immer koste ich das natürlich wieder. Habe ich mich schon den ganzen Abend drauf gefreut. Guckt. Und auch das ist wieder der absolute Hammer. Ihr habt es gesehen, das ist ratzfatz zubereitet, ist eine ganze Mahlzeit, füllt den Magen und schmeckt dazu wirklich richtig lecker. Das hier war gerade, wie gesagt, die vegetarische Variante. Ihr könnt das Ganze mit Hühnchen verfeinern oder Käse drauf machen, damit es schön zerläuft. Es gibt so viele Variationen davon, ihr könnt euch absolut austoben. Ich mache an der Stelle jetzt Schluss, räume noch meine Küche auf, freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle so zahlreich mit dabei wart beim Live und dass ihr mein Video schaut und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft schön, tschüss.